Einsturzsicherung auf der Dach und Holz International. Waldkirchener Meistertage mit aktuellen Themen. 6. Klempnertreff überzeugt mit vielseitigem Programm. Bionische Holzpavillons auf der Buga 2019. Holzbauforum in Berlin rund ums Thema BIM. Und damit herzlich willkommen bei Dach und Holz TV. Auf der diesjährigen Dach und Holz International konnten sich Dachdecker und Zimmerer umfangreich über Absturzsicherheit informieren. Am Gemeinschaftsstand von ZVDH, BG Bau und Holzbau Deutschland gab es dazu Praxisvorführungen. Peter Eicher, Präsident von Holzbau Deutschland, erklärt, warum das Thema für die Branche wichtig ist. Bei der Arbeitssicherheit, die für uns ja im Fokus steht und von herausragender Bedeutung derzeit ist, nicht zuletzt auch deswegen, wir wollen ja auch Nachwuchskräfte generieren, und wenn das ein unsicheres Handwerk ist, dann werden die Eltern kaum mehr die Schüler zu uns schicken in die Arbeit. Also deswegen schon mal, und wir wollen natürlich das Unfallaufkommen komplett eindämmen, und deswegen haben wir in der Halle 9 ein zweistöckiges Holzgebäude errichtet, gemeinsam mit den Dachdeckern, die ja da hier ein sehr guter Kooperationspartner sind, wo sämtliche Eventualitäten simuliert werden können und das Unfallaufkommen hier nachvollzogen werden kann. Digitalisierung, Brandschutz und Arbeitssicherheit. Die 38. Waldkirchener Meistertage punkteten mit aktuellen Themen. Tobias Fox erklärte, wie Dachdecker relevante Suchbegriffe finden und ihre Texte fürs Internet optimieren. Diplom-Ingenieur Stefan Appel referierte über aktuelle bauordnungsrechtliche Anforderungen im Bereich Brandschutz und Gebäudeklassen. Er wies darauf hin, dass bei einem Mehrfamilienhaus mit beispielsweise 3 Wohneinheiten ein vollständig geplantes Brandschutzkonzept vorgelegt werden müsse. Dass man das Thema Arbeitssicherheit temperamentvoll und aufrüttelnd vermitteln kann, demonstrierte Professor Dr. Marco Einhaus. Er berichtete in seinem Vortrag darüber, dass sich die Gerüste verbessert haben, das Problem aber in den Abstürzen nach innen liegen würde. Er forderte deshalb den Einbau von Anschlagpunkten auf allen Dächern. Ende März traf sich die Klempner- und Spenglerbranche zum bereits 6. Klempnertreff in Münster. Durch die Veranstaltung führte Klaus Siebenkort, Redakteur des Klempner-Magazins. Das abwechslungsreiche Programm reichte von der Dachsanierung eines Schwimmbads bis hin zur Imagepflege des Klempnerhandwerks. Beispiele vermeidbarer Schadensfälle sowie gelungene Dach- und Fassadensanierungen mit dem Werkstoff Metall standen ebenfalls auf dem Programm. Abgerundet wurde es von Kurzvorträgen über neue Produkte für die Spenglertechnik. Die Universität Stuttgart hat für die Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn 2 hochinnovative Pavillonbauten geplant. Mit jeweils 500 Quadratmetern Fläche sind beide als komplett digital geplante und gefertigte Pavillons weltweit einzigartig. Die Segmente des Holzpavillons auf der Bundesgartenschau werden erstmals als hohle Kassetten ausgeführt, die in einem robotischen Vorfertigungsprozess aus Platten und Balken zusammengesetzt werden. Der Holzpavillon wird aus 400 solcher Kassetten bestehen und einen Veranstaltungsraum von 25 Meter weit überspannen. Der Bruder Verlag und der Beuth Verlag veranstalteten im März das 17. Holzbauforum zum Thema Digitalisierung im Holzbau – Building Information Modeling. Dabei wurden die Teilnehmer unter anderem darüber informiert, was der Holzbau unter BIM versteht, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten und welche technischen Voraussetzungen bestehen sollten. Außerdem wurden spannende Projekte vorgestellt, die bereits mit BIM umgesetzt wurden. Wir hoffen, dass auch Ihre Auftragsbücher momentan mit spannenden Projekten gefüllt sind. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Ausgabe.